Herzlich willkommen zu deinem Buch-Podcast. Mein Name ist Tom Oberbichler von b-wonderful.com und ich habe heute den Jörg Lehmann zu Gast. Der Jörg Lehmann ist ein Maler und wir sprechen im Rahmen der Serie, die ich begonnen habe, hier einen Podcast zu machen, wo ich kreative Menschen zu ihrem Verhältnis zur Kreativität interviewe und ein bisschen die in uns reinschauen lassen, wie sie Kreativität machen. Da hatte ich ja schon die Anne Menzel zu Gast, die Schmuckdesignerin, und den Daniel Moravec, Romanautor. Und heute, Jörg, herzlich willkommen im Buch-Podcast. Schön, dass du uns da die Welt mit deinen Bildern bereicherst. Hallo Tom, schön, dass ich hier sein darf. Vielleicht kurz, ich weiß nicht, ob dich alle meiner Hörerinnen schon kennen und wissen, wer du bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen mit dem, ja, wie du dich halt hier und heute präsentieren magst. Okay. Ja, du hast gerade gesagt, ich bin Maler. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen neuen Begriff für mich gefunden, nämlich Personal Artist. Das passt am besten zu dem, was ich jetzt mache. Und jetzt heißt im Prinzip die ja, letzten 3 Jahre. Also ich habe 2014, Anfang 2014 beschlossen, dass ich das zu meinem Beruf mache, nämlich Bilder zu schaffen für Menschen und zwar persönlich. Das heißt, ich male nicht einfach ein Bild. Oder der Mensch sagt mir, ich brauche ein grünes Bild mit einem roten Strich, dann mache ich das, sondern wir reden gar nicht über das Bild, wie es dann aussehen soll, sondern wir reden über den Menschen, über das, was er sich so wünscht, was er sich vorstellt, seine Visionen, seine Träume. Und das setze ich dann um in ein Bild. Genau. Und das sind wir ja, da hast du jetzt eh schon ein bisschen begonnen, darüber zu reden, wie du es machst. Wie ich es Ne? mache. Und, ja, genau. Weil ich sage mal, so, was mich so interessiert, ist ein wenig, wo du die Impulse herkriegst, wenn du kreativ bist. Das heißt, jetzt hast du uns ja einen Weg ein bisschen schon gesagt. Also es kommen Leute zu dir und du sprichst mit denen und dann bekommst du die Ideen für ein Bild, oder ist das sozusagen der Prozess, wie abläuft, oder wie funktioniert das bei dir im Kopf? Ja, das ist spannend. Manchmal weiß ich selber nicht genau. Wir können ja mal kurz versuchen, das zu rekonstruieren. Also Bitte, ja. in dem Gespräch, da mache ich mir natürlich einige Notizen. Ja. Ich war früher mal, meiner früheren Leben war ich mal Journalist, Redakteur. Da habe ich oft Menschen interviewt, deswegen kann ich das schon ganz gut. Und es kommen bei so einem Gespräch, höre ich bestimmte Begriffe besonders laut, ja, oder Sätze oder Satzfragmente. Und die kommen dann erstmal auf ein Blatt Papier. Und in letzter Zeit bin ich dazu übergegangen, die auch, das ist sozusagen, diese Mitschrift ist schon gleich wie so ein Bild. Ja, also das ist schon sehr, da male ich auch drauf mit dem Bleistift. Und da entstehen schon so irgendwelche Verknüpfungen zwischen verschiedenen Themen, die da auftauchen. Und ja, nach so einem Gespräch, das kann manchmal ein paar Stunden dauern, ja, je nachdem, wie klar derjenige oder diejenige schon ist mit dem, was sie sich vorstellt, da habe ich dann dieses Blatt Papier oder manchmal sind es auch mehrere, aber im Prinzip reicht ein Blatt Papier, weil manchmal springen wir einfach von verschiedenen Themen wieder und da entstehen dann so Cluster oder ja, also so Verdichtungen, Synapsen, ja. Und ja, und bevor ich dann anfange, klar, wir reden dann noch, welches Format das Bild haben soll und so weiter, diese technischen Dinge, Entschuldige, Jörg, ja. das heißt, was ich da jetzt gehört habe, ist, dass du die Informationen ja schon gleich relativ früh nicht nur sprachlich, sondern auch bildlich aufnimmst und verarbeitest. Ja. Also da kommt, das ist schon sozusagen mein eigener Filter, mein eigener Wahrnehmungsfilter, der bestimmte Dinge aufzeichnet oder abspeichert. Natürlich gibt es sicher einige Dinge, die habe ich gar nicht bewusst, ja, die kommen einfach so im Gespräch rüber. Im Idealfall ist es auch live, also direkt, also nicht dann, ja, nicht mal am Telefon, sondern also direkt irgendwo. Und
Ja, und dann habe ich also diese Eindrücke, sage ich jetzt mal, gewonnen von den Menschen. Manchmal kenne ich die Menschen auch schon länger. Ja, manchmal kenne ich sie aber auch erst, lerne ich sie erst richtig kennen bei diesem Gespräch, beziehungsweise das, wovon sie mir erzählen, ist dann was ganz Neues, weil ich das noch gar nicht wusste. Ja, weil manchmal sind das Dinge, von denen die Leute eben selten erzählen, weil sie so tief vergraben sind in ihrem Herzen und sie hochholen wollen. Und das gelingt. Ja. Und dann habe ich also dieses Papier und meine Eindrücke. Und bevor ich anfange, dieses Bild entstehen zu lassen, konzentriere ich mich darauf. Gehe ich das Ganze nochmal durch, gucke ich mir das an. Also es ist wie so eine Art Meditation, in die ich dann da gehe. Wahrscheinlich so eine Art Trance. Und Das machst du zu Hause bei dir in deinem das mache ich zu Hause Atelier, bei, oder? im Atelier, genau. Ja. Also das mache ich unmittelbar, bevor ich dann beginne mit dem Bild. Ja. Also ich habe dann die Leinwand da, ist weiß und leer und groß meistens. Und Lass mich den Prozess da kurz ja. nachvollziehen, ja, dass ich da bei dir bleibe. Das heißt, du hast dieses Gespräch geführt, hast das Ganze für dich abstrahiert mal und zusammengefasst auf ein Blatt Papier, Ja. wo du Begriffe stehen hast, Verbindungen und Ja. auch Bilder schon hast. Und dann vergeht jetzt mal eine Zeit, ja. Ja. Da will ich nachher noch wissen, wie lange die Zeit ist und so. Aber Ja, nur um den okay. Schritt, das mal nachzuvollziehen, das du schon gemacht hast. Jetzt die Szene, die du beschrieben hast, war die, wo du sagst, okay, jetzt mache ich das Bild. Und da ist das Erste eigentlich, hast du nicht gesagt, aber ich gehört habe ich das trotzdem, dass du dir dein Arbeitsmaterial vorbereitest. Ja, das stimmt. Ja. Und dann gehst in diese Konzentrationsphase, wo du dich sozusagen da channelst mit dem, was du da schon aufgeschrieben hast. Ja, Ne? Ja, ja. okay. Es gibt noch eine Kleinigkeit, habe ich jetzt gerade vor dem geistigen Auge, sehe ich mich das auch machen. Es gibt so den ersten Moment, wenn ich diese Leinwand vorbereite, auspacke und sie dann hinlege, dann habe ich so einen Moment, wo ich einfach die Hände auf diese Leinwand lege und in Kontakt komme mit dieser Leinwand. Das ist sozusagen der allererste Arbeitsschritt. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache, aber das mache ich. Fällt mir Cool. gerade auf, ja. Und Super. dann nehme ich das Blatt und gehe in diese Konzentration, in das Thema, in den Menschen. Dann kommt auch das Gespräch wieder und du fragst, wie lange Zeit vergeht. Es ist sehr unterschiedlich. Also es ist selten so, dass es gleich am unmittelbar danach ist, ja, weil es ist immer so überlappend. Also ich habe in der Zeit habe ich andere Bilder, die ich bearbeite und jedes Bild, das ist auch spannend, es gibt ja meistens mehrere Bilder, die entstehen sind, also mehrere Gespräche, mehrere solche Konzepte und letzten Endes ja entscheide ich dann spontan, welches ich jetzt mache. Ja, also das kann sein, dass ich mit jemandem gesprochen habe, 2 Wochen später mit jemand anderem. Und das Bild, was ich mit dem anderen gesprochen habe, 2 Wochen später, fängt früher an, weil es irgendwie dann reif ist. Ja, jedes Bild hat seine Zeit. Ja. Pass auf, das finde ich interessant, weil das ist ja so eine Struktur, die ich gut kenne, ne? Weil die eine Ebene ist ja immer die, sozusagen Impulse bekommen, in dem Fall jetzt auch noch ganz in einer recht organisierten Form durch das Gesprächssetting, was du hast. Ja. Und das andere ist dann auf den Impuls agieren und ins Umsetzen kommen, Ja, ne? Und da, stimmt. dazwischen liegt ein Auswahlprozess unter anderem auch, ne? Weil du hast ja gesagt, du hast verschiedene Projekte gleichzeitig. Dann hast Ja. du, nehme ich an, nicht nur die Gespräche, sondern auch andere Sachen noch, die du Ja, tust in deinem Leben. Wie klar. schau mal auf diesen Auswahlprozess. Wie machst du das? Hast du da so verschiedene Bilder, die so abwechselnd kommen in dem Kopf? Oder wie läuft das ab? Ich Oder habe, redst mit dir drüber? Wie machst du das? ja, ich habe, also ich habe praktisch, ich schenke mir jeden Morgen ungefähr 1 Stunde Zeit, in der ich spaziere. Und beim Spazieren kommen sozusagen die Themen des Tages hoch. Und da weiß ich, okay, das mache ich heute. Ja, das kommt dann spontan. Ich mache das nicht vorher, weil es irgendwie ich habe gemerkt, es fühlt sich dann nicht gut an, das fühlt sich dann so an wie so ein Pflichtplan, den ich erfüllen muss, sondern das kommt in der Früh, habe ich ein, zwei
drei, manchmal auch vier, fünf Gedanken. Und dann weiß ich, okay, das mache ich heute. Das ist heute das Wichtigste. Mit dem starte ich dann. Und es ist auch manchmal so, dass sich nach so einem Gespräch in der Zwischenzeit noch bei mir im Kopf was entwickelt. Also, dass ich plötzlich ein Bild, eine Idee bekomme, was das Bild sein könnte. Oder zumindest Bildelemente, ja, die ich, das ist vielleicht auch das nächste Thema, wenn ich anfange, so ein Bild zu malen, dann weiß ich nicht, wie es aussehen soll. Das ist also nicht, es ist ja eine sehr abstrakte Art von Kunst, die ich betreibe, und sie basiert immer auf der Intuition. Also jeder Schritt ist ein Abgleich. Was mache ich jetzt? Also was kommt jetzt für einen Impuls, und dem gehe ich nach. Ja, und dann setze ich mich wieder davor und rede sozusagen mit dem Bild, bis es mir sagt, wie es weitergeht. Weil es gibt auch manchmal Phasen oder Punkte, wo ich erstmal ratlos davor sitze und nicht weiß, wie es weitergeht. Manchmal kenne ich zwei, drei Schritte schon. Sie sind sozusagen gleich präsent. Hast du eigentlich da, wenn eine Frage, die mir jetzt das so aufgepoppt ist, arbeitest du dann auch so mit Zeitrahmen oder wie machst du das zum Beispiel? Also bei dem Gespräch, ja, also Ja. wo du jetzt mit den Leuten redest, ne, die werden ja in der Regel, wenn sie zu dir kommen, nicht sagen, du pass mal auf, wenn du in den nächsten 10, 20 Jahren mal Zeit hast, wäre urcool, wenn du für mich auch mal ein Bild machst, ne? Ja, das ist klar. Das ist natürlich relativ zeitnah, sage ich mal. Das ist also im Rahmen von 3 Monaten. Ja. Das heißt, und da kann es sein, dass es viel früher fertig ist als erwartet. Es kann aber auch sein, dass es diese 3 Monate braucht. Ja, ich mache deswegen keine konkreten Terminzusagen. Also klar, es gibt mal einen Termin, wo irgendwas verbunden ist mit einem Ereignis, und dann schaue ich natürlich, dass es passt, ja. Und ich schaue auch manchmal, weil ich die Bilder ja persönlich übergebe und das ja auch unter Umständen an einem ganz anderen Ort ist als an dem ich wohne, plane Klar. ich natürlich auch Reisen, und dann berücksichtige ich das natürlich auch ein bisschen, ja, dass ich dann diese Bilder auch rechtzeitig fertig habe. Aber ich mache keine heute Gespräch, in 2 Wochen, 3 Wochen muss das Bild fertig sein. Das geht nicht. Das würde, weil so ein Bild ist wie so ein eigenes Wesen. Ja, das braucht manchmal auch Ruhephasen. Ja, es geht nicht in einem, also auch rein technisch ist es manchmal so, es muss durchtrocknen, bevor ich die nächste Schicht aufbringe. Ah, spannend, ah. Also das ist Das heißt, das sind ja zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen der, wenn ich mal so will, der kreative Gestaltungsprozess, wo dann, verstehe ich das richtig, dass du meinst, dass die Pause, dann braucht es einfach so, dass du selber auch mal weggehst und was anderes machst Ja, genau. und mit einem frischen Blick drauf schaust und Ja. einen neuen Aspekt zum Beispiel dann beleuchtest. Ja. Und das Genau. andere ist, dass du ja auch, das ist ja immer, Kunst ist ja immer auch Handwerk. Ja. Es ist ja so wie im Schreiben oder so. Also es ist ja Genau. egal, was du machst. Es Richtig. hat schon was mit Können auch zu tun. Es ist ja, Ja. du darfst da hast du auch sozusagen bestimmte Dinge, die du mit berücksichtigen darfst, wo deine Kreativität eigentlich drumherum fließen darf, ein wenig, ne? Ja, genau. Ja, Spannend. das ist auch, manchmal zwingt mich diese Technik, das ist auch sehr gut, die zwingt mich dazu, weil ich manchmal dazu neige, ungeduldig zu sein, und ich möchte es dann sehen, wie es wird. Es gibt dann auch diese Phase, ja, also eher wenn es dann schon so gegen Ende zugeht, oder ich das spüre, dass es jetzt ja so langsam reif ist, und ich mich dann disziplinieren darf und sage, okay, jetzt machst du diese Schicht und lässt die wieder trocknen. Und ich weiß zwar schon, was ich dann als nächstes, also manchmal, das ist dann so, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt erst dieses und dann jenes, und ich dazwischen aber eine Phase brauche, wo das Bild liegt, dann darf ich die einhalten. Und Das Gute daran scheint mir ja zu sein, dass dann der Anfang, wenn du zurückkommst, leicht ist, weil du ja eigentlich schon weißt, was kommt.
Und dann machst du eine Pause. Oder ändert sich das dann noch in der Ja, manchmal Zwischenzeit? ändert sich das auch. Manchmal ändert sich das auch. Und es gibt Materialien, da darf ich echt Geduld haben, weil die trocknen dann 2 Tage, bis ich wieder ran kann. Ja, das ist also schon heftig. Stell dir mal vor, da kommt eine neue Farbe auf den Markt und die braucht eine Ja. Gott. Woche. Nee, gut, deswegen male ich ja mit Acryl. Ah ja, genau, du Ja, hast ja das auch ist halt. dort die Wahl, das finde ich super, ja. Also da kann ich in der Regel schon schnell agieren. Da ich oft sehr flüssig male, also mit viel Wasser, bedeutet es natürlich auch, dass dann immer so Trockenzeiten dazwischen sein dürfen. Ja. Und sozusagen die Wahl der Technik im Sinne von Acrylfarben, ist das sozusagen eine Vorgabe, mit der du reinstartest in diesen Prozess? Oder ist das was, wo du sagst, hey, also da, nachdem wie dieses Gespräch gelaufen ist, das geht mit Acryl nicht, ich brauche jetzt Ölfarben oder sonst irgendwas? Hatte ich noch nie, dass ich jetzt den, also letzten Endes lassen sich mit den Farben alles machen und ich male ja gar nicht nur mit Acrylfarben, sondern da kommt alles Mögliche mit rein. Und das ist sehr, sehr gemischt. Ich arbeite viel mit Papier. Ja. Also ich schreibe auch viel auf Papier und das kommt dann in eine der Schichten rein. Also Texte werden damit eingearbeitet, die eine Bedeutung haben oder einen Bezug. Manchmal sind es auch genau diese Das Begriffe Nasch, natürlich. das sind ja Zauberbilder dann. Ja, die haben einen, wie nennt sich das, einen Subtext. Yep, oh la la. Cool. Ja, ein Unterbewusstes, was natürlich eine Rolle spielt. Was ich sehr gerne immer gemacht habe, auch schon als Jugendlicher, habe ich Texte verschlüsselt. Als ich angefangen habe, Russisch zu lernen, da habe ich mich verliebt in diese kyrillische Schrift. Und die ist sehr poetisch, diese Formen sind sehr, sehr schön. Und da habe ich diese Formen genommen, habe sie noch ein bisschen extremer gemacht und habe daraus Bilder gemacht. Ja, wo Schön. dann praktisch aus Buchstaben, aus einem kurzen Text, ist dann ein ganzes Bild entstanden. Und die Auflösung habe ich sozusagen, die habe ich dann hinten drauf geschrieben. Und ich weiß es heute gar nicht mehr. Das ist schon. Ja. Du, eine Frage, die ist mich jetzt gerade angesprungen, obwohl das vielleicht zeitlich ein kleiner Sprung ist, aber ich finde es so interessant. Woran erkennst du, dass es fertig ist, das Bild? Ja, gute Frage. Das Bild gibt mir Signale. Immer. Also ich mache immer, bevor ich wieder anfange, gehe ich erstmal in Kontakt zu dem Bild. So wie am Anfang mit den Händen. Mit den Händen später auch noch, aber meistens dann setze ich mich ein bisschen entfernt hin, ganz in Ruhe und schaue es mir an. Und warte, was da kommt. Ja. Und dann ist es manchmal so, dass ein Impuls kommt, da fehlt noch irgendwas, eine Linie, eine Farbe, irgendwas. Da muss ich das machen, ja, auch gleich. Da kann ich dann, und es gibt dann irgendwann den Punkt, da sitze ich davor und es kommt nichts mehr. Und wenn das über so 10, 15 Minuten so ist, dann finde ich mich mit dem Gedanken ab, dass das Bild fertig sein will. Also schon fertig ist. Und ja, und dann kann ich immer noch, also es gab auch schon, es gibt ja alles. Ja? Das ist ja, es ist sozusagen kein fertiger Algorithmus, der immer gleich funktioniert. Es gibt auch den Fall, dass ich ein Bild habe und dieses Bild, das ist so unentschieden. Und ich weiß einerseits nicht, wie es weitergehen soll, andererseits, ja, möchte ich auch nicht sagen, jetzt ist es fertig, nur weil ich jetzt nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann ist es auch durchaus der Fall, dass so ein Bild mal, das ist jetzt allerdings bei den persönlichen Bildern eher nicht, weil da habe ich dann vielleicht doch den Drive und den Anspruch, dass es fertig wird. Aber bei den Bildern, die ich sonst mache, einfach so für mich oder zu bestimmten Themen, da kann es passieren, dass ich dann mal ein Jahr stehen. Und dann nach einem Jahr geht's weiter. Oder nach ein paar Monaten. Also Und es gibt auch. mach's keine zweite Auflage, sondern malst am ersten Bild weiter. Ja, genau. Oder es ist so, dass ein Bild ja, fertig war und nach einem Jahr
Oder nach 2 Jahren, hatte ich jetzt den Fall, habe ich es wieder übermalt. Komplett. Ja, das geht auch. Ja. Also. Cool. Du, möchte noch gerne von einer ein bisschen einer anderen Seite jetzt draufschauen auf deinen Schaffensprozess und zwar so ein bisschen das Setting im Außen, ja. Was mich interessieren zu sagen, wie hast du so bestimmte, ich weiß, dass du einen bestimmten Malort hast, ja, dein Atelier. Ja. Ja. Malst du immer dort oder schnappst du dir mal auch deine Sachen und gehst raus und machst das woanders? Wie bist du da? Bist du mal malend auf Reisen unterwegs oder immer dort? Wie gehst du damit um? Also mein erstes Atelier, das war, also das im Jahr 2014, als ich angefangen habe, das war der Balkon. Da war ich draußen. Ja, da gab es keine, da haben wir zu fünft in der Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt, in der Zeit, wo unser Haus gebaut wurde. Und da war das, ja, habe ich plötzlich entdeckt, dass das ja geht. Und es war auch nicht so kalt. Und ich habe mir eine Schutzfolie, da habe ich auf dem Balkon gemalt, war fantastisch. Es war nur halt ein bisschen umständlich. Und Kann mir und ich vorstellen, musste ja. immer die Farben reintragen, weil sie dann, weil es nachts dann doch, wenn es unter Null ging, dann mögen das die Farben nicht so. Und tatsächlich male ich jetzt fast zu 100% im Atelier, weil es mir da so gut gefällt. Ich kann ja mal kurz einen kleinen Schwenk machen. Ja, bitte. Also für die Podcast-Zuhörer, die Kamera dreht sich gerade, wir bleiben sitzen und ich schaue jetzt in einen schönen großen Raum da rein. Sieht aus, als ob das oben im Dachgeschoss wäre. Ja, das ist ein Dachgeschoss. Das war immer mein Traum, so zu arbeiten. Und ja, am Licht und mit viel Holz um mich rum. Das ist toll. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre. Deswegen, ja, momentan habe ich keine. Ich dachte tatsächlich, dass ich dann im Sommer im Garten malen werde. Aber ehrlich gesagt, es ist viel zu viel Aufwand, das ganze Zeug dann runterzuschleppen. Ja, und Und das ich bin ist. hier auch wie im Garten. Ich kann hier die Balkontür aufmachen und habe so eine Dachterrasse. Da male ich zwar nicht, weil das dann zu klein ist, zu eng ist, aber ich bin einfach da. Das reicht mir dann schon. Und so von den, bist du ein Morgenmaler oder ein Mittagsmaler oder ein rund um die Uhr Maler? Wie machst du es mit der zeitlichen Ich bin Einteilung? ein Impulsmaler. Immer dann, wenn der Impuls da ist, dann male ich. Und ich habe schon zu allen Tages- und Nachtzeiten gemalt, tatsächlich. Ich bin ein Mensch, der in der Früh sehr gern kreativ ist, aber in der Früh sogar eher im Kopf. Ja, also in der Früh mache ich Konzepte und schreibe Ideen auf, entwickle Ideen. Aber es kommt auch vor, dass ich in der Früh schon, also wenn ich es dann nicht erwarten kann, dass da etwas trocken ist und es ist dann tatsächlich über Nacht getrocknet, dann geht es auch manchmal in der Früh gleich weiter. Genau, das heißt ja immer sozusagen, irgendwann muss schlafen, in der Zeit können die Bilder trocknen. Das heißt Ja, eigentlich, stimmt. Ja, das ist deswegen, ja, richtig. Es ist auch manchmal so, dass ich abends, ich will eigentlich schon schlafen gehen und gehe nochmal hoch. Und dann passiert es manchmal, dass ich hängen bleibe und tatsächlich etwas mache und dann auf die Uhr gucke und denke, oh, das war jetzt fast eine Stunde. Ja, Du richtig. Jörg, gibt es bei dir auch so Phasen, wo du mal es anstrengend findest, ein wenig da in deine Kreativität und ins Schaffen reinzukommen, wo du dann dir nachhilfst ein bisschen oder kennst du das noch gar nicht? Oder ist das bei dir, kommt das bei dir Ich gar nicht habe vor? das Glück, dass das, was ich mache, so vielseitig ist. Also ich bin ja als freischaffender Künstler auch freischaffender Unternehmer und habe ja noch ganz viele andere Dinge, die ich auch mache. Und es ist tatsächlich so, dass ich bei diesem Impulsspaziergang sozusagen, da weiß ich immer, okay, kümmere ich mich um meine Website zum Beispiel. Oder ich plane Workshops, die ich mache. Oder was auch immer, ja. Schreib Briefe, konzipiere neue Ideen, was ich für Ausstellungen machen möchte und so weiter. Also das heißt, dieses Null Bock, das gibt's fast nicht. Ja. So dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt tun könnte, weil es
Es gibt immer so viele schöne, ich kann immer pendeln, ja. Und das ist auch das Schöne, weil ich habe den Okay. Schreibtisch hier oben im Atelier und auch manchmal ist es so, dass ich in den Mahlpausen dann schnell die Hände wasche, muss ich aufpassen, sonst ist die Tastatur farbig. Und dann mache ich ein bisschen was am Computer. Und dann pendle ich so hin und her. Das ist eine sehr schöne Ergänzung, ja. Das heißt, lass mich das einmal in meinen Worten ausdrücken und sagen mir, ob ich das getroffen habe. Du hast ja im Endeffekt hast du dir ein Setting geschaffen, und zwar nämlich so in einer Kombination aus den Arbeitsmitteln, die du hast, dem Arbeitsraum, den du hast, und Ja. dem Leben, was du dir gewählt hast, dass dir im Prinzip ein ideales, für den Moment auf jeden Fall ideales Setting gibt, ne, wo du da einfach deine Kreativität Genau. ausleben kannst, und auch deswegen, weil du flexibel damit umgehst und dich da selbst in den verschiedenen Bereichen, je nachdem, was gerade am besten oder passendsten ist, für dich Ja. dann ausrichtest. Ja, genau so ist es. Das ist ein Blumenstrauß von Tätigkeiten und jede für sich ist toll. Und wenn ich jede für sich nur machen würde, wäre es nicht toll. Also ich könnte nicht nur malen, ich könnte nicht nur Texte schreiben oder Websites machen oder mit Menschen reden. Das mache ich ja auch gern. Das ist ja auch zwischendurch. Telefoniere ich viel, unterhalte mich mit Menschen. Und so dieses Springen und das selber, diesen Cocktail jeden Morgen so abzustimmen, das ist das Schönste, was ich so je mir, ja, also früher hätte ich mir das gar nicht träumen lassen, dass das so geht, ja, dass man sich so das Leben einrichten kann. Ja, es ist nicht hundertprozentig immer alles toll, ja, ist klar. Es gibt immer Ist immer Dinge, noch wo Leben, irgendwas ja. klemmt, aber so vom Ansatz her und von der Konstruktion des Ganzen ist es sehr schön, ja, fühlt sich sehr Du, leicht an. ja, das sag ich sag schon mal danke, Jörg, für den Einblick, den du uns da gegeben hast. Sehr Was gerne. ich natürlich denke, mir die, sagen wir viel über Malen und Bilder gesprochen, und die Leute, die das Video sehen, haben auch ein Bild da hinten die ganze Zeit hängen gesehen, und Ja, das ist Loslassen. Das Bild heißt Loslassen. Das hängt jetzt gerade hier. Das ist eines der 12 Glückfinderbilder, die ich in diesem Jahr. Das ist ein Bild, was tatsächlich über ein Jahr entstanden ist, was aus 12 Einzelbildern besteht. Und das ist ein wichtiges Bild für mich, weil ich darf immer dran denken, Ja, loszulassen. diese Bilder sind ja bei dir und dann gehen sie weg, ne? Ja, gut, ja. Richtig, das ist auch ein Aspekt, aber das ist auch ein Aspekt wenn du im Tun bist, auch im kreativen Tun, und das ist ein toller Prozess, du bist im Flow, und auch da ist es wichtig, immer wieder loszulassen. Ja. Also immer mal wieder vom Gas zu gehen, Ja, das stimmt. weil auch die schönste Arbeit strengt an, ja. Also und deswegen hängt es jetzt gerade hier. Als Leihgabe sozusagen, weil das gehört zu dem Glückfinder-Projekt dazu. Ja, Ja, cool. Lass genau. uns den Menschen noch die Chance geben, dich zu finden und Bilder von dir zu sehen, weil ich weiß, Glücksfinderprojekt, das ist ja auch, glaube ich, wird das auch ein Kalender, den du da Ja, wir machst? machen Genau. gerade ein Posterbuch daraus. Das wird Posterbuch, genau, das war das. im November zum 6. Glückfindertag in Berlin wird es erscheinen. Ja, das passt. Du, wir sprechen ja jetzt hier im Oktober miteinander, aber wenn es dann on air geht, ist eh schon November, und da können wir dann, Okay. wenn du mir dann zeitnah den Link dazu schickst, Ja, sehr tue gerne. ich den gerne rein in die Toll. Shownotes. Und sonst, wo finden dich die Leute im Internet? Wo ist deine die Plattform, wo man bei dir andocken kann? Weil wer weiß, vielleicht hat ja jemand nach dem Gespräch jetzt auch Lust und denkt sich, ich brauche so ein persönliches Bild vom Jörg Lehmann. Ja, es gibt momentan, also jetzt, wo wir gerade sprechen, gibt es die Seite motivationart.de, also Motivation-Art.de,
art.de. Und ich bin gerade dabei, eine zweite Webseite zu bauen, und die heißt jörg-lehmann.de, also jörg-lehmann.de, und Jörg geschrieben mit Ö. Das war noch frei. Ja, witzigerweise. Und das wird die Seite sein, auf der diese persönliche Kunst stattfindet, hauptsächlich. Und Motivation Art ist die Seite, auf der alles andere zu finden ist, also eine Galerie von Bildern, die es gibt, Sondereditionen, Workshops, die ich mache, und aktuelle Events, die so stattfinden mit meiner Beteiligung. Die Workshops, da haben wir eh schon ein bisschen den nächsten Loop geöffnet, den ich heute nicht mehr weitergehen will, aber ich will sozusagen nur den Samen mal schon pflanzen, weil das ist natürlich auch eine spannende Frage. Nicht nur, wie bin ich selber kreativ, sondern auch, wie helfe ich anderen, kreativ zu sein. Und das machst du ja auch in deinen Workshops. Da tun wir nur ein bisschen mal den Leuten, ja, also es gibt da noch was, wer weiß, vielleicht sprechen Jörg und ich nochmal öffentlich drüber oder vielleicht auch nur privat. Auf jeden Fall kannst du Ich auf seiner kann nur Seite sagen, vorbeischauen, ja. Ich kann also zu den Workshops nur eins sagen: Es ist leichter, kreativ zu sein, als die Leute denken. Ja. Das unterschreibe ich sofort. Überhaupt mit so einer netten Begleitung und Anleitung, wie du sie sicher gibst, ja. Ja, es ist ein großer Spaß. Es ist für mich auch jedes Mal wieder eine tolle Erfahrung. Und ich lerne tatsächlich auch viel von den Leuten, weil ich Super. ja sehe, wie die Leute es machen, und jeder macht es anders. Mit den gleichen Materialien, mit dem gleichen Input machen die Leute unterschiedliche Sachen. Das ist immer wieder Super. einfach göttlich. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich denke mal, diese verschiedenen Blicke, die ja individuell, so individuell sie sind, das ist auch immer wieder spannend, also sehen, welche Strukturen sich dann wiederholen bei den einzelnen Menschen. Weil ich denke mal, dass immer, wir sind so vielfältig als Menschen und so unterschiedlich und haben trotzdem so viel gemeinsam, dass es einfach schön ist, Mensch zu sein, ja. Ja, das stimmt. Ja, Tom, vielen Dank. Herzlichen Ja. Dank. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.